Einen schönen guten Nachmittag zum zweiten Maxima-Thema. Eigentlich das dritte, SageMart, haben wir schon gehört, hat auch mit Maxima einiges zu tun. Mein Name ist Johann Weilhatter. Ich war zuletzt 16 Jahre Direktor der Handelsakademie in Damsweg und habe 1996 Notebook-Klassen installiert und 2001 Ausfallssicherungen vorgenommen. Und da bin ich auf Knoppix gestoßen und damit bin ich jetzt in der Linux-Welt auch ganz gut richtig. Wir haben dann 8 Jahre lang Knoppix-Tage mit Klaus Knopper in Damsweg gemacht. Diese Knoppix-Tage waren nach meiner Pensionierung in Weiz und diesmal heuer erstmals in Oberösterreich. Maxima ist bei uns 2003 Thema geworden, weil wir eine Lernplattform installiert haben und mit herkömmlichen Heften nichts mehr anfangen konnten. Da habe ich gelesen, dass es eine Open-Source-Lösung gibt, Maxima, die nichts kostet, und ein Direktor, der sparen muss, hat das gleich eingeführt für alle Schüler. Es hat sich wirklich gelohnt. Am Anfang war es etwas archaisch noch, aber inzwischen ist das ja kein Thema. Meine Nachfolger verwenden das trotzdem noch. Wir haben Maxima auch zur Reifeprüfung eingesetzt, die Reifeprüfung mit Maxima ausfertigen lassen. Jetzt die Unterlagen für heute finden sich im Menü meiner Website. Unter Aktuelles. Das heißt, man braucht es jetzt nicht alles notieren. Meine Website ist leicht zu merken, weilhatter.info. Der Herr Thaler hat ja Computermathematik-Info von der offiziellen Seite genannt. Das ist eine ältere Bezeichnung. Das war im Rahmen von Mathematik Online an der Universität Wien. Aber dort ist auch der erste Punkt Weilhatter-Info und dort sind einige ältere Sachen auch noch zu finden. Also die Grazer Linux-Tage, wenn man da reinschaut, haben wir dann das, was ich vermitteln möchte. Ich bin erstmals aktiv bei den Linux-Tagen dabei. Linux verwende ich schon seit 2002. Da habe ich in Damsburg erstmals Knoppix-Tage veranstaltet. Wegen der Maxima-Informationen muss man auf dieser Stelle unbedingt den Link, den Links bis in den tiefen Keller folgen. Die Links, da muss man mal wirklich durchklicken. Die Ankündigung des Vortrags auf Predocs haben Sie vermutlich gelesen. Wenn wir da diesen ursprünglichen Post aufrufen, gibt es Näheres. Ja, also das war die Ankündigung und dort haben wir uns geeinigt, dass ich speziell auf exemplarische Beispiele eingehe, Matrizenrechnung in der Wirtschaftsmathematik, Lösen von linearen Optimierungsaufgaben, Modellbildung in der Physik und Verwendung der Boolschen Algebra in der Stochastik. Ja. Außerdem darauf, dass Funktionen und Listen wichtige Grundkonzepte von Maxima sind. Listenverarbeitung ist irgendwo logisch, weil Maxima in Lisp programmiert wurde und damit sind wir bei der Listenverarbeitung. Funktionen haben wir schon angesprochen auch, aber Funktionen sind viel, viel stärker, als man sie so herkömmlich sich das als Mathematiker vorstellt. Also da gibt es noch viel, viel mehr Funktionen und Listen. Halt, aufpassen, nichts hudeln.
habe Materialien, wie wir jetzt schon gesehen haben, auf Weilharter-Info, das sind zurzeit 800 Beispiele. Auf Weilharter-Info gibt es 800 Beispiele. Das ist ein Blog, ein WordPress-Blog, wo ich einfach, wenn eine Idee ist, das einmal sofort niederschreibe. Das wird natürlich im Laufe der Zeit ziemlich verwirrend. Daher kämpfe ich jetzt damit, das System hineinzubringen mit Kategorien und Stichwörtern. Dann Computermathematik-Info, das liegt immer noch an der Uni Wien. Und auf Google Drive sind einige tausend Exemplare mit Maxima-Beispielen, wenn also jemand das praktisch, ich spreche natürlich vor allem Lehrer der Sekundarstufe 2 an, aber auch für alle anderen Maxima-Anwender ist es interessant, nur nicht alles auf einmal machen. Am Anfang, die Beispiele am Anfang waren sehr, sehr einfach. Und, also man braucht ja nichts notieren, ich habe da, hätte doch eine Maus anhängen sollen. Ich habe da noch einen Link dazu getan. Eine Google Drive-Datei freigegeben, diese Docs Google.com, wenn man da reinschaut, sind wir daneben gegangen, warum zurück, sehe ein Problem da. Entschuldigung. So, noch einmal. Das ist mit meinen Fingern nicht immer ideal. So. So, da sind wir richtig bei der Google Docs-Datei, Google Docs. Da ist noch einmal die Information, wo Informationen zu finden sind, auf der Projektseite von Maxima SourceForge.net, wo bei der deutschen Dokumentation Computermathematik-Info an erster Stelle angeführt ist, das ist aber ein reiner Zufall. Aus Österreich sind noch die Unterlagen, die der Kollege Thaler erwähnt hat, auch von Austromat in Niederösterreich, vom Professor, wie heißt er gesehen, Sigmund, erwähnt. Außerdem ist dort noch etwas, Professor Hager von der HTL St. Pölten hat ganz, ganz tolle Unterlagen Maxima im technischen Bereich, in der Elektrotechnik, und er hat auch ein Buch dazu herausgegeben, das sehr empfehlenswert ist. Also da sind Unterlagen noch und nöcher. Die Maxima-Dokumentation auf Deutsch wurde schon erwähnt auch. Also wie gesagt, ich würde eher jetzt einmal mit Weilharter-Info beginnen. Weilharter-Info, und wenn ich etwas brauche, wenn mich etwas interessiert, die Features nutzen, die da sind, die Suche, da ist der Bildschirm da so ein bisschen tabletartig, die Suche und die Kategorien. Die Suche und die Kategorien. Das Menü. Ich schalte vielleicht auf
Das tue ich da nicht gern. Auf Windows um, vielleicht geht es da ein bisschen anders. Es stört jetzt diese tabletartige Darstellungsweise, wo ich nicht gleich weiß, wie ich das managen soll. Oder ist das weiter unten? Die Suche ist hier. Man muss nur Geduld haben. Wenn man irgendwas sucht, Ableitung, auf der normalen Seite ist das ganz oben, die Funktionssuche. Ableitung, also ist eine Volltextsuche. Ableitung, nichts gefunden, ne, schlechtes Beispiel erwischt. Gerade Kräutermarkt in Kirchbach, ja, interessant, was da ist passiert, Kräutermarkt in Kirchbach, sonst hat er da nichts gefunden, aber die Kategorien, schauen wir da mal rein, die Kategorien, das sind sehr empfehlenswert und da die Themen für heute bei den Kategorien, da haben wir, wir sind in der falschen Datei, darum geht es nicht so gut. Weil hat er, beim Verlinken muss man immer aufpassen, wo man hinkommt, weil hat der Infoname. Das sind lauter einzelne Themen, 800 solche Karten gibt es. 800 solche Karten gibt es und da die Kategorien, da sind zum Beispiel die Funktionen auch drinnen. Die Funktionen, alles was dort eingereiht ist unter Kategorien. Zum Beispiel Grundlagen der Schaltalgebra und so, Boolean und Nullstellen. Das ist von Kollegen Hager, Koeffizienten mit Komma, ASCII-Code, funktionale Programmierung und so weiter. Also nach Kategorien kann man suchen. Ich muss das durcharbeiten. Ich habe sicher Jahrzehnte zu tun, bis wirklich Land gesehen wird. Und nach Schlagwörtern könnte man auch suchen. Und da eine wichtige Information, nach Schlagwörtern, da kann man nach den Linux-Tagen 2019 suchen. Machen wir das einmal. Die Suche nach den Linux-Tagen 2019. Die Suche nach den Linux-Tagen 2019. Ja. So. Ich kann nicht nur schlecht gehen, ich sehe auch schlecht. Weil hat der Info. So. Ja, da oben der Hinweis, Maxima Online ist eingestellt. Das sind dann die Schreckensmeldungen. Das ist eine sehr gute Möglichkeit gewesen für mich, seit 2012 Maxima zu machen, eine Online-Lösung in Tschechien von Filip Petruschelka, ein Reisebürounternehmer und Hobby-Mathematiker, der das für die tschechischen Schüler gemacht hat. Das hat ein tolles Feature gehabt und sollte wieder irgendwann einmal wiederbelebt werden. Ich habe meinen Schülern, ich habe in der Pension einmal 5 Wochen als Lehrer ausgeholfen und da mussten die Mathematikbeispiele auf Maxima Online abgegeben werden. Maxima Online hat automatisch einen Link erzeugt, den mussten sie mir schicken und wenn ich diesen Link bekomme, kann ich die Rechnung anschauen. Man kann das nicht mehr ändern. Wenn man die Rechnung ändert, wird der Link geändert. Das hat wunderbar im Ablauf funktioniert. Ich habe 30 Schüler da betreut, damit das erfreut war. Jammer, schade um diese Idee. So, aber jetzt nochmal Suche nach den Linux-Tagen.
Suche nach den Linux-Tagen. Das sollte eigentlich so funktionieren, dass man noch LTG, also wo war denn die Suche? Die LTG, wo ist denn die jetzt hin verschwunden, die Suche? Sonst sage ich oben, Schrägstrich, nicht? Man kann es im Link direkt angeben. Also auf einem normalen Bildschirm ist das wesentlich einfacher. Immer haben diese Tablet-Geschichten nicht Vorteil. So, das sind Tags. Ja, da unten ist ja so ein Link. Genau. Also mit dem Schlagwort LTG 2019 kriegt man alle Beispiele, die ich für die Vorbereitung für heute gesichtet habe. Also zu diesen Themen Matrizenrechnung, Funktionen, Stochastik und, was war noch, eine Geschichte war noch, vier Sachen haben wir gehabt. Das finden wir auf jeden Fall. Da habe ich gleich ein interessantes Beispiel. Funktionen in Wertzuweisungen. Ja? Und das sind Sachen, die gehen über das Herkömmliche hinaus. Ich habe da die Funktion für, da geht es um die Steigung der Sekante. K ist gleich f von x2 minus f von x1 durch x2 minus x1 und habe hinten Beispiel, Beistrich, eine Wertzuweisung angehängt und in diesen Wertzuweisungen die Funktionen eingeführt. Ja, dann setzt er, dann verwendet er in der Formel diese Funktion. Das ist zum Beispiel eines der interessanten Features der Funktionen in Maxima. Schritt zurück. So, das Abzählprinzip, warum war das interessant? Erich Neuwirth, der Statistikprofessor, ja, das kann man auch gleich da bleiben, das ist auch ein schönes Beispiel. Erich Neuwirth hat auf Twitter ein Rätsel gestellt, das man einfach ausfüllen könnte. Und ich habe natürlich da eine Murz-Programmieraufgabe daraus gemacht, aus diesem Rätsel. Den Maxima-Code und dann die Matrizenrechnung ins Spiel gebracht. Es sind oft Spielereien, aber ich habe auch als zweites Fach Informatik unterrichtet. Und um die Techniken beizubringen, ist die Fantasie oft mit mir durchgebrannt. Ja, GeoGebra verwende ich übrigens auch und ab und zu gibt es dann GeoGebra-Lösungen auch in diesen Unterlagen. Stücklistenproblem in der Wirtschaftsinformatik, Mustererkennung, das ist auch nicht uninteressant. Die Mustererkennung, das sind so Facebook-Rätsel, die oft als blöd empfunden werden, aber nicht unbedingt sind. Das war in Facebook und dieses Muster wäre auch ohne Computer zu erkennen. Aber da kann man natürlich, und das gehört jetzt wieder zum Thema Funktionen und Listenverarbeitung, da kann man natürlich ein systematisches Programm auch schreiben, das diese Liste erzeugt. Ja, da geht es eben um Techniken, mache eine Liste oder map auf eine Liste, auf die Argumente der Liste Funktionen anwenden. Das sind wichtige Techniken. Ja. Wenn wir über das, was wir so brauchen, wir brauchen natürlich in Wirklichkeit viel weniger. Das ist Morgensport, kommt wieder was, machen wir ein Programm draus. Gut, Schritt zurück nochmal. Ein Thema, das sehr interessant ist, dass man aus Listen
Mengen machen kann. Mit Certify kann man aus einer Liste eine Menge machen. Es gibt also den Datentyp Mengen, Mengenlehre. Und damit kommen wir dann in die Boolesche Algebra. Ja, da möchte ich ein Modell machen, das habe ich ansatzweise schon gemacht, wie das mit den Kundenkarten eigentlich ausschaut, was die Unternehmen mit den Daten dieser Kundenkarten machen. Im Statistikunterricht hat mich immer gestört, dass die Beispiele, was weiß ich, 4, 5 Datensätze haben. Das ist ja völlig unrealistisch. Mit Maxima können wir tausende Datensätze generieren und dann das wirklich effektiv abrechnen. Da ist der Zusammenhang Mengenlehre, Statistik. Gut, das dürfte theoretisch genügen. Also weil hat der Info gibt es ganz viel Material. Es ist halt erschreckend viel, dass man sich einmal zurechtfindet. Man kann ja zuerst einmal einfach die Karten durchschauen und dann in Kategorien oder mit der Suchfunktion suchen. 2 Schritte zurückgehen. Ich muss unbedingt das zeigen, was auf Google Drive sich befindet. drive.google.com, das habe ich irgendwo freigegeben. Das sind tausende Beispiele, einzeln. Ja, da steht Beispiel 1 bis 500 und so weiter. So. Naja. Menü. Haben wir noch? Ist immer noch zu tief drinnen. Aktuelles nochmal. Google. So. Auf Google Drive, die Materialien auf Google Drive, Google Docs und so, jetzt langsam. Da ist jetzt der Link, da ist der Link zum Drive. Halt, der Link zum Drive. Diesen Ordner habe ich freigegeben. Also die kann man alle verwenden. Ich muss dazu sagen, es ist nicht immer klar, wo die Aufgabenstellung genau herkommt, bitte. Das ist nicht meine Geschichte. Wenn ich es gewusst habe, habe ich es eh dazu geschrieben. Es geht mir um die Lösung dabei. Ja. Da muss man immer wieder, wenn einmal jemand sagt, da hast du mein Beispiel genommen, ja, schreibe dann gern dazu. Sorry, aber jetzt so nicht gewusst. So, da ist dieser Link zum freigegebenen Verzeichnis. Ja. Ja, wenn der Computer an Feigl gefeigelt war, einfach. Das Ubuntu hat bis gestern wunderbar funktioniert, aber das ist total verschlafen. Gut, da Name. Ah, okay, Bedienung. Bedienung. Also diesen Link aufrufen, dann kommen ganz viele Maxima-Dateien. Ja? Und in WX Maxima hat sich in der Schule bewährt, weil die Form der Ausgabe und so weiter, und man kann Bilder importieren, zum Beispiel eine GeoGebra-Grafik, eine kopieren. Die Matura habe ich mit WX Maxima schreiben lassen und Bilder aus GeoGebra hineinkopieren. Gut, das ist einmal diese Übersicht. Ein weiterer Hinweis gehört noch unbedingt her, und das ist die Facebook-Gruppe. Ich habe auch eine Facebook-Gruppe angefangen. Schon langsam kommt auch internationales Leben hinein. Facebook, wen es interessiert, der kann da sich gerne anmelden. Ist völlig ungefährlich und verursacht keine Arbeit. Aber man kann halt manche Ideen wieder mitschauen.
So, Facebook. Wie nennt man das? Dackelprinzip? Gehst oder gehst nicht? So, auf meiner Homepage habe ich Mathematik mit Maxima und GeoGebra. Das ist eine traurige Zeit. Der Computerstammtisch, der wird nächste Woche eingestellt, weil das Gasthaus zugesperrt wird. Schlimm, schlimme Zeiten. So, das ist Maxima und GeoGebra. Da habe ich dann durchaus interessante Sachen. Teilnehmer sind bis Argentinien, ja, die da mitlesen und ab und zu auch Feedback liefern. Es könnte jeder auch etwas eintragen. Der Michael Xue, Mike Xue, oder wie man den ausspricht, der ist auch hochinteressant, der hat eine eigene Maxima-Oberfläche, der hat auch eine WordPress-Seite, frumlab.wordpress.com. Das wäre, glaube ich, für dich ziemlich interessant, weil das sehr naturwissenschaftlich auch ist. Ja? Warte mal, der hat da hat er einen Heronschen Algorithmus, da haben wir Knoppigstag, was war da? Eine Zeit lang habe ich PDF-Dateien gemacht mit WX Maxima, wobei der Quelltext beigelegt ist als Attachment in die PDF-Datei. Das ist auch hochinteressant. Wenn man das dann sich anschaut, da ist ein Nagel dabei, ein blauer Nagel. Halt. Ja, warte mal, wo ist das jetzt? Okay, ausprobieren, herunterladen, speichern und dann auf. Da scheint ein blauer Nagel auf und wenn man den anklickt, startet der WX Maxima, wenn es installiert ist, und führt das Programm aus. Ja? Die Idee hat mir gut gefallen und die werde ich wieder aufnehmen, weil die Enttäuschung über die Online-Geschichte mit dem Maxima Online so groß ist und PDF-Dateien, die kann ich gut sichern. Ja? Also die Idee werde ich unbedingt wieder aufgreifen. Sage Matt, wenn wir das heute schon gehabt haben, oder Sage Matt, das ist auch, da gibt's, für Sage gibt es eine kleine Online-Version, die Spielerei, die den Schülern gefallen hat. Sagezell, sagemat.org. Da kann man den Code eintragen. Bitte nicht vergessen, wenn man Maxima machen will, muss man unbedingt da unten Maxima einstellen. Ja? Da, wenn man da Maxima auswählt, kann man in dem Fenster online Maxima-Beispiele rechnen. Das ist so eine einfache Version. Die Grafik habe ich noch nicht ausprobiert, aber so Rechnungen gingen super. Und was die Schüler da erfreut haben, da kann man dann automatisch einen QR-Code erzeugen und verschicken. Und der QR-Code, wenn man den aufruft, da kommt die Rechnung. Das ist durchaus eine interessante Spielerei. Ich komme jetzt wirklich zum Schluss, damit auch Zeit für Fragen bleibt noch. Eines möchte ich noch erwähnen, sagemat.org, da kann man selbst einen Server auch installieren. Das werde ich vielleicht in der nächsten Zeit für mich auch tun. Aber das Hauptprogramm ist WX Maxima, das einen ganz starken Bezug zu den Linux-Tagen in Graz hat, weil Wolfgang Tautermann, der bis zum Vorjahr da viel mitgearbeitet hat, jede Nacht eine Nightly Build Version von WX Maxima für Windows generiert. Der ist da dafür zuständig. Also Österreich, da ist einiges am Projekt Maxima, das ja weltweit ist, beteiligt. Damit möchte ich abschließen. Ich hoffe, ich habe niemanden gelangweilt und auch niemanden verwirrt. Es war ein bisschen
Die Verwirrung war vorgegeben dadurch, dass Ubuntu gestern verwirrt worden ist. Das hat sich ein bisschen fortgepflanzt. Wie gesagt, es ist relativ einfach zu nutzen, das Ganze jetzt. Weil hat der Info aufrufen und derweil hat der Info bei aktuellen findet man leicht die Grazer Linux-Tage und da geduldig mit den Links in die Tiefe gehen. So, bitte, wenn Sie noch Fragen haben. Danke. Ja, Moment. Moment, das kann man sicher aufmachen. Das müsste jetzt schon. Er ist eh gleich da. Das Okular oder so müsste ja gespeichert. Okular ist gut dafür zum Beispiel. Mit Okular geht's gut. Bei Knoppix ist übrigens WX Maxima installiert, das ist klar, weil Klaus Knopper seit 2002 mir jeden Wunsch erfüllt. Ja, also ist perfekt installiert. Bei Knoppix ist noch was dabei, TechMax. Ein Texteditor, der was mit LaTeX zu tun hat, aber so what you see is what you get-artiges. Und da kann man Maxima Plugins schreiben drin. Kann man direkt Rechnungen im Text schreiben. Das ist auch bei der Knoppix drauf. So, da muss der Nagel, da ist der Nagel. Und diesen Nagel, also mit dem Akrobat-Reader geht es natürlich auch, diesen Nagel anklicken. Naja, Maus war oft besser gefragt als diese Geschichte. Also normalerweise, es muss aber WX Maxima installiert sein. Und man muss, glaube ich, einmal das WX Maxima schon genutzt haben, damit er das registriert hat, dass das gibt. Ist aber, glaube ich, eine interessante Idee für den Unterricht. Und den Text, wo man schaut, den habe ich mit WX Maxima geschrieben. Ja. Also bei Maturaarbeiten, die Reinschriften waren so geschrieben. Ja. Die Reinschriften, da ist jetzt nur der Gag dabei, dass, ja, da fällt mir noch was ein, das haben wir auch gesagt, die lineare Optimierung, das ist eines jener Unterprogramme, jener vielen, die es gibt. Und das ist ein Lisp-Unterprogramm, das müssen wir erst einmal anschauen. Aber eine ziemlich gute Implementierung vom Simplex-Verfahren. Ja. Gut, nächste Frage. Gibt es da eigentlich das Maxima für Smartphones auch? Ja, hat der Kollege Thaler gesagt, auf Google Play Maxima on Android und einfach installieren, es ist halt die kleine Eingabe, aber du kannst mit Copy and Paste ganze Quellprogramme hineinkopieren und ausführen. Darum schreibe in Weilhard der Info, schreibe jetzt meistens die Texte einfach in ASCII-Files, damit man unabhängig vom später benutzten Interpreter das verwenden kann. Braucht man nur diesen Text, mit Copy und Paste kann man es dann auch am Smartphone verwenden, ohne dass man das lang tippt, weil das Tippen ist, wie du gesagt hast, das ist natürlich ein bisschen der Krampf. Aber Taschenrechner braucht man natürlich überhaupt keinen mehr. Das ist ja völlig uncool. Danke. Wenn Fragen sind, man kann mir gerne E-Mails schicken. Ich setze mich damit auseinander. Das ist mein Hobby einfach noch. Ich bin seit 2011 in Pension. Das mache ich jetzt eigentlich für mich. Und die Idee möchte man nach außen tragen. So schön, wie es der Kollege gemacht hat, das kann ich bei der Fülle der Daten nicht bewältigen. Danke. Danke.